So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und was habe ich gestern Abend geschrieben? Ab heute gibt es Terrakium, Viridium, Kobalium, wieder mal in den 5er Raids, wieder als Shiny, waren ja alle schon mal da. Und ab 7 Uhr lege ich mich auf die Lauer. Ab 7 Uhr gucke ich, wenn der erste 5er Raid aufgeht, werde da was mitnehmen. Und es hat jetzt wirklich bis 9 Uhr gedauert, dass man mal was posten kann, ja? Es ist 6 Uhr, ist alles voll, aber auch alles dunkel. Deswegen wollte ich ab 7 Uhr gucken. Das sind aber gerade immer so im Minutentakt die angefangenen Raids ausgelaufen. Und es hat jetzt fast 2 Stunden gedauert, bis mal wieder was da ist, was man vielleicht mitnehmen kann. Jetzt habe ich auch schon das nächste Problem. Ich habe, wie angekündigt, bei YouTube in den Community-Tab gepostet, dass wir 9.23 Uhr diesen Raid machen. Die Leute sollten sich wieder einladen. Es sind auch 12 Kommentare da, ja? Ich habe keine Ahnung, wie die sich eintragen konnten, denn es haben mir mehrere Leute geschrieben, dass man sich gar nicht eintragen kann. Wenn ich jetzt hier auf Kommentare gehe, um zu gucken, wer sich eingetragen hat, seht ihr, dass jedes Mal da steht, dieser Beitrag ist nicht mehr verfügbar. Ich bin deswegen extra an den PC, hab am PC geguckt. Am PC konnte man komischerweise alles einsehen, da standen alle Kommentare da. Ich habe die Leute jetzt also vom PC aus geedit auf dem Handy. Die müssen nur noch annehmen. Die lese ich euch dann auch gleich vor, wer das ist. Aber irgendwas passt schon wieder nicht. Die wollten ja diesen Community-Tab sowieso irgendwann abschaffen. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass das vom Handy aus nicht mehr geht oder so. Ist auf jeden Fall schon mal wieder dumm. Erst ging der Raid-Bot nicht, wir sind umgesattelt auf YouTube. Jetzt müssen wir von YouTube wieder umsatteln. Zurück zum Raid-Bot oder wie? Ich habe keine Ahnung. Wenn das nachher immer noch so ist, ich werde das bei dem nächsten ausprobieren. Wir sind jetzt hier angekommen. Hier ist auch der 5er Raid, der dann gleich aufgeht in 5 Minuten. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt hier hinstellen oder auf die andere Seite. Das ist nämlich hier direkt der Bahnhof Hildburghausen. Sieht doch schön aus, oder? Bahnhof Hildburghausen. Wir werden uns jetzt hier irgendwo hinschmeißen. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ich weiß nicht. Wir können noch mal fix in die GoTool-App hier rein. Oh, Digga, das sieht ja aus wie Freddy Krüger. Guck dir den doch an. Körperwelten. Kennt ihr das? Kennt ihr den Film Anatomie? Wo die einfach die Leute umgebracht haben und haben die dann ausgestopft und dahingestellt. Und alle haben sich gefragt, warum das so realistisch ist. Wir können auf jeden Fall jetzt hier in der GoTool-App nochmal nachgucken. Das ist gerade richtig wichtig, denn in der GoTool-App habt ihr ja hier die 3 Pokémon drinstehen. Ihr habt Terrakium hier drinstehen, ihr habt Kobalium drinstehen und ihr habt Viridium drinstehen. Komischerweise, ja, ich weiß jetzt noch nicht, was es wird, ja? Das ist das Problem. Wir wissen nicht, was es wird. Es könnte alles von den 3 sein. Wir lassen uns überraschen. Wir knüppeln einfach drauf, egal was es ist. Benny hat schon gesagt, wenn, dann würde er nur ein Terrakium mitmachen. Vielleicht ist es ja eins. Dann hat er Glück gehabt. Wenn nicht, hat er Pech. Die 100er Werte müssen wir uns danach auch nochmal angucken. Obwohl 21.13 bei Terrakium und 17.27 bei den anderen beiden kann man sich vielleicht noch merken. Ansonsten nimmt man Psycho, Feuer, Flug. Merkt ihr euch das? Ja? Wir gucken mal in den Raid. Wir gucken einfach fix, was es ist. Und es schlägt ja sowieso immer Pokémon vor. Das ist jetzt viel zu kompliziert, wenn du nicht vorher weißt, was es ist. Wir nehmen einfach das, was es auswählt. Das wird schon schaffen, weil wir haben ja 6 Accounts. Wir laden 10 Leute ein, wenn alles passt. Müssten wir also 16 Leute in der Lobby sein. Und schreibt ihr mal rein jetzt, was denkt ihr, was es wird von den 3. Und dann gucken wir mal, ob ihr richtig wart. So, es ist also ein Viridium geworden, wie wir sehen. Leider sind wir ein paar Minuten später dran, weil das eine Handy die ganze Zeit rumspackt. Ich hoffe, das macht jetzt nichts aus. Die Leute sind trotzdem noch am Start. Wir gehen jetzt einfach mal hier drauf. Wir schmeißen die Pässe überall ein
Und bei den zwei iPhones muss ich jetzt wieder einladen. Da sage ich euch gleich den Namen, wen wir einladen. Ich habe da extra wieder Punkte dran gemacht. Hier haben wir Genaya, Leon der Heftige, Seppe Stodler, Kulidita und Dr. Lopez. Und hier haben wir Ivar Scharf, Crazy Clown, Gaming You, Vukan und Panda Bear. Normalerweise stand hier Benny mit drauf, der sich eingetragen hatte, aber Benny hat ja geschrieben, nur bei Terrakium. Und ich habe gesehen, dass Panda Bear einer war, der unter den Stream gestern geschrieben hat, dass man sich nicht eintragen kann. Und weil man sich nicht eintragen kann bei dem Community-Tab, schreibt er jetzt einfach mal hier hin. Deswegen habe ich den auf beiden hinzugefügt. Und weil es kein Terrakium war, habe ich eben statt dem Benny jetzt extra den Panda-Bär eingeladen. Ich hoffe, das passt. Ich hoffe, das passt jetzt auch mit dem Handy. Jetzt habe ich nochmal neu gestartet. Das zeigt mir nämlich keine Arena und nichts an. Jetzt zeigt es eine Arena an. Ich habe fünfmal die App neu gestartet und nichts ist passiert. Jetzt, nachdem ich die App komplett neu plus das Handy neu gestartet habe, hat es endlich was angezeigt. So muss das sein. So sieht das gut aus. Und wenn alles passt und alle Leute reinkommen, müssten wir dann wieder 16 Leute sein. Ich habe es bisher einmal erlebt, beim letzten Community Raid, dass wir wirklich 16 Leute waren. Bisher hat immer von den 10 Eingeladenen das mindestens einer verschlafen und es hat nicht gepasst. Jetzt können wir aber noch mal gucken. Ivar Scharf ist drin, Kurli ist drin, Michas ist drin. Also den müssen wir eigentlich wegrechnen. Genaya, Leon, Fukan, Dr. Lupis, Seppe, Stodler, Gaming You, Black Burns ist drin. Keine Ahnung. Michael. Dann hat es der Panda Bär ja gar nicht geschafft. Unter anderem. Drei andere Leute. Gut, bei Michas könnte ich mir denken, der ist mit seinem Account vor Ort, aber hat vielleicht seinen zweiten Account eingeladen. Durch einen anderen Fanraid-Pass nimmt man natürlich die Plätze weg der Leute, die sich für den Community-Raid eingetragen haben. Gegen den einen Fremden an sich kann man ja nichts machen. Deswegen, ich achte da immer drauf, wenn ich sehe, dass da gerade schon eine Lobby auf ist und da 20 Leute drin sind, dann warte ich auch, bis die ihren Raid angefangen haben und lade dann die Leute ein. Das kann natürlich immer mal passieren, ist ja klar. Trotzdem, Grüße gehen raus an die Leute, die es jetzt geschafft haben. Sorry an die Leute, die nicht mit reingekommen sind. Das ist ja nicht der Einzige. Denn wenn wir jetzt Viridium haben, werden wir uns ja nachher noch Kobalium und Terrakium schnappen. Und da muss ich dann warten, bis die 5er Raids wirklich auf sind, um zu wissen, was drin ist, dass wir eben nicht nochmal Viridium haben. Das war der Viridium Raid. Ich muss mir trotzdem den 100er Wert gleich nochmal anschauen. Vorher gucken wir mal aber kurz, ob ein Shiny dabei ist. Wir legen das wieder alles hier hin. Wir stehen übrigens hier bei unserem Kollegen von den Körperwelten. Kann ich euch gleich noch zeigen. So, der hat mir nämlich so gut gefallen, dass ich euch einfach hier unten hingestellt habe zum Freddy Krüger. Und wie ihr seht, auf dem ersten Handy ist ein Shiny dabei mit 1690, 1653, nochmal 1690. Hä? Ist das dasselbe Account? Dürfte eigentlich nicht sein, dürfte Zufall sein. 1656, 1695. Was wir auf dem Großen haben, gucken wir uns natürlich jetzt an. 20 Bälle auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall kein Shiny. 1671. Aber weil wir uns nichts merken können, gucken wir natürlich nochmal in die GoTool-App auf den 100er Wert. Stufe 5. 1727. Leider keins über 17 dabei. Trotzdem fangen wir das jetzt mal, beziehungsweise können euch ja mal hier zeigen, wenn wir da eine Beere nehmen und hier eine Beere nehmen und das dann einfach da drauf schmeißen und das da drauf schmeißen. Also ist ja egal, wie man wirft, ob die zwei so drin bleiben und ob das wirklich zwei verschiedene sind. Nicht, dass wir... das wäre so lost. Lost! Voll der Jugendslang. So, das ist auf jeden Fall drin. Das ist auch drin und wir sehen, das ist der Ivar Mild Account und das ist der Super Sunny Account. Sind also wirklich zwei verschiedene und der hat eingeladen, der hat nicht eingeladen, das ist Pupsi, sieht man ja.
Kein Wunder, dass sie immer friert, wenn sie so nackig rumläuft. Der hat wenigstens noch eine kurze Hose an. Jetzt müssen wir aber noch das Terrakium fangen. Ach, das Viridium fangen auf dem großen Account. Das machen wir natürlich hier. Dafür stelle ich mich jetzt extra in die Kamera rein, damit wir sehen können, wie gut das drin bleibt, wie gut sich das fangen lässt, wie groß der Kreis sein muss, für einfach fabelhaft. Und ich hasse das. Da vorne ist die Dreckshauptstraße. Und hier ist einfach nur so eine kleine komische Gasse, so ein kleiner Nebenseitenweg. Und hier brettern immerzu die Autos lang. Erstens viel zu schnell und zweitens viel zu oft. Nichts gegen Autofahrer. Aber ich bin sehr lärmempfindlich, ja? Da bin ich eine kleine Mimose. Deswegen höre ich auch keine Musik und gucke kein Fernsehen, ist mir alles immer zu laut. Geht auch nicht ins Kino, euch fallen die Ohren ab. Nein, das ist natürlich Spaß. Man darf ja eh nicht mehr ins Kino. Aber als man noch ging, war ich ja sowieso immer regelmäßig mit der Mom im Kino. Also das war ja ihr Steckenpferd. Was hier natürlich wieder funktioniert, was bei Lugia nicht war, ist der Fangtrick. Bei Lugia konnte dir keinen Fangtrick machen. Bei den Rittern der Redlichkeit, Rechtigkeit, die Ritter des Rechts, Chip und Chap, könnt ihr auf jeden Fall den Fangtrick wieder machen. Ihr müsst auch nicht eine halbe Stunde mit der Hand wild rumkurbeln, curven. Das passt. War sogar jetzt ein Critical Catch. Nehmen wir also mit, so wie es ist. Wir können auch gleich nochmal in die Umgebung gucken, ob noch irgendwo ein Raid da ist oder aufgeht. Sieht gerade ruhig aus. Wenn der nächste aufgeht, melden wir uns wieder. Alles heute noch. Es dauert nur, über die Videos zwischendurch rauszuhauen. Wir sehen uns also beim Cobalium und beim Terrakium wieder. Und zwischendurch muss ich noch einen Donut essen, dass ich Energie bekomme und den Tag heute durchstehe. Und heute Abend ist ja auch noch die Spotlight-Stunde. Habt ihr schon ein Viridium gemacht? Habt ihr schon ein Shiny bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.